Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Indicator ist definitiv eines von den Labels, die sich nicht lumpen lassen und wenn sie mal mehr oder weniger nicht nur den Mief des Geldes, sondern eben auch die Motivation gerochen haben, bei einem bestimmten Filmstudio bzw. Genre etwas tiefer zu greifen, dann bekommt man da auch regelmäßig neues Filmfutter von ihnen. So haben sie eben beispielsweise bereits intensiv in den Archiven von Hammer gewühlt, haben da einige größere, umfangreiche Boxen gebracht bzw. veröffentlichen sie ja teilweise die Filme dann auch noch einzeln bzw. in kleineren Limited Editions. Und ein weiteres großes Kapitel, das Indicator in den letzten Jahren gerne aufgerissen hat, das sind die klassischen Film-Noir, respektive in dem Fall die von Columbia produziert wurden. Mittlerweile gibt es auch, glaube ich, schon ein Boxset, das sich mit den Paramount-Film-Noir-Produktionen beschäftigt, die habe ich allerdings noch nicht in meiner Sammlung, weil die waren noch nicht in einem Sale reduziert. Aber wir sehen jetzt dann eben hier einmal bereits die ersten Eindrücke von diesen Filmen. Die Edition ist ja in dem Fall limitiert auf 6000 Stück und auf dieser kleinen Banderole, wie wir sie kennen, von den anderen vergleichbaren Produktionen individuell durchnummeriert. Interessant finde ich, dass wir es dieses Mal wirklich mit einer eigentlich Humphrey Bogart Special Edition zu tun hat, wobei lediglich der Film The Family Secret keinen Auftritt von Humphrey Bogart hat. Aber wir können jetzt dann einmal einen kurzen Blick hier auf die Box an sich werfen. Die ist ja in dem Fall, finde ich, auch wieder absolut großartig, weil wir es hier auf der einen Seite mit individuellen, natürlich durchnummerierten Spines auf den kleinen Digipacks haben. Jeder Film hat hier sein eigenes Digipack. Dazu liegt hier dann noch ein schönes, gebundenes Booklet bei und auch hier auf der eigentlichen Spine-Nummer gibt es dann, auf dem eigentlichen Spine gibt es dann hier ebenfalls die einzelnen Nummer. Das ist natürlich etwas, das absolut wundervoll in unser Regal passt, beziehungsweise können wir da einmal ganz kurz stehen bleiben für diejenigen, die sich da eben interessieren für das Bonusmaterial. Da erfahren wir nämlich eben auch, dass der Film The Harder They Fall der einzige ist, der für diesen Release in 4K restauriert wurde und dass es sich bei den anderen Filmen ganz offensichtlich um Archivtransfere in einfach nur Standard HD handelt, die wahrscheinlich auch schon etwas älter sind. Wir können jetzt dann einmal der Reihe nach uns mit den einzelnen Filmen bzw. dann dem Booklet beschäftigen. Da gibt es auf der einen Seite den Film Dead Reckoning, der auf Deutsch in erster Linie heißt Späte Sühne oder Späte Reue oder auch Ein Mensch verschwindet. Das ist ein Film der 1951 von Columbia mit FSK-Freigabe ab 16 Jahren auch in den deutschen Lichtspielhäusern gezeigt wurde, beziehungsweise der über Columbia und dann sogar Falcon Neue Medien in zwei verschiedenen DVD-Auflagen veröffentlicht wurde. Allerdings eine deutsche HD-Auflage hat dieser Film noch nicht spendiert bekommen. Was man an der Stelle auch noch dazu sagen kann, ist, dass Indicator eben hier bei diesen eine U-Freigabe, das finde ich auch interessant bei einem Krimi. John Cromwell ist auf jeden Fall ein Regisseur, den man kennt. Dinge, die man nicht jedes Mal dazu sagen muss, ist, dass es dann eben hier im Inneren noch ein alternatives Plakatmotiv gibt, das halt in dem Fall wirklich nur ein klitzekleiner Bildstreifen ist, dass es dann unterhalb der Disc eben hier ein kleines Artwork noch in Schwarz-Weiß gibt, beziehungsweise eben auf dem Backcover von den individuellen Cases dann eben auch individuell gelistet ist, was für Bonusmaterial zu diesem einen Film im Speziellen angeboten wird. Dann können wir an der Stelle zum nächsten Titel switchen. Das ist der Film Knock on Any Door oder auf Deutsch Vor verschlossenen Türen. Auch das ein Film, der damals in den deutschen Kinos gelaufen ist im Jahr 1954 mit FSK-Freigabe ab 12 Jahren und den uns Sony auch im Jahr 2011 tatsächlich erst als deutsche DVD-Version spendiert hat. Hier gibt es das Ganze dann allerdings natürlich auch wieder in HD auf Blu-ray mit dem alternativen Plakatmotiv innen, das eben für ein kleines bisschen mehr ausschaut wie so ein Monumentalfilm aus den 50er Jahren. Dann hier mit einem ziemlich coolen Bild eigentlich hier im Inneren und einem alternativen Bild noch auf der D.
Disc bzw. alternatives Bild ist es nicht, es ist ja genau das gleiche, nur ein bisschen anders angeordnet und anders eingefärbt. Jetzt geht's dann weiter mit dem dritten Film von den insgesamt 6 aus der Box. Das ist der Film Tokyo Joe, der unter dem gleichen Titel dann tatsächlich 1951 auch in den deutschen Kinos gezeigt wurde. Auch hier eine FSK-Freigabe ab 12 Jahren, beziehungsweise ein absolut potthässliches altes deutsches Kinoplakatmotiv. An der Stelle sei allerdings zu erwähnen, dass es von diesem Film zumindest laut OFDB noch gar keine andere deutsche Auswertung gegeben hat, dass der Film scheinbar, also wenn die Angaben in der OFDB vollständig sind, keine VHS-Veröffentlichung erfolgt ist, beziehungsweise in erster Linie auch keine auf irgendeinem digitalen Heimkinomedium, was natürlich recht schade ist, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass es für die Filme von Humphrey Bogart auch bei uns ansatzweise Interesse gibt. Und insbesondere muss ich sagen, dass dieser Film Noir mit eben der Mischung des amerikanischen beziehungsweise eben auch japanischen Kinos ganz besonders mein Interesse auf sich gezogen hat. Und sollte ich wirklich irgendwann einmal endlich die Zeit haben, mich auch mit diesen Noir-Filmen aus diesen Boxen zu beschäftigen, dann ist das wahrscheinlich einer der ersten, der in meinem Player landet. Dann haben wir hier einen Filmbeitrag von Curtis Bernhardt aus dem Jahr 1951, der Film Sirocco. Der kam 1953 dann auch wieder mit FSK 12-Freigabe in die deutschen Kinos und ist auch von Columbia dann auf DVD veröffentlicht worden im Jahr 2003. Eine Blu-ray gibt's bei uns hier allerdings auch nicht. An der Stelle finde ich es echt interessant, dass wir in dem Fall eine relativ gute Quote haben mit den deutschen Veröffentlichungen von den hier enthaltenen Filmen, weil bei den bisherigen Film-Noir-Boxen war es ja auch oft so, dass da Filme enthalten waren, die wir in den deutschsprachigen im deutschsprachigen Raum noch nie gesehen haben. Da gibt's, glaube ich, nur Bogarts Socco in Sirocco. Das klingt ganz ehrlich gesagt nach einem Reim, den irgendein billiger YouTuber gemacht hat. Das fühle ich mir fast copyright-mäßig auf den Schlips getreten. Ja, so wie der Kerl hier links im Bild, schaue ich auch gerade drein. Dazu gibt es dann ebenfalls auch in dem Fall eine sehr dünn, dunkel eingefärbte Disc, ebenfalls mit dem Motiv von Humphrey Bogart auf der rechten Seite. Wir wechseln dann zu dem nächsten Film aus der Box, nämlich zu eben dem Film The Family Secret, der einzige, wo Humphrey Bogart nicht dabei ist und der einzige, der tatsächlich auch ohne einen deutschen Titel in der OFDB gelistet ist. Das ist hiermit ein Film, der auch niemals einen deutschen Release gesehen hat. Da gibt es keine Kinoaufführung, keine VHS, keine DVD. Und da ist wahrscheinlich bei einem Film aus dem Jahr 1951 auch damit zu rechnen, dass das so bleiben wird. Also sämtliche Fans natürlich von Film-Noir-Veröffentlichungen, die können hier bedenkenlos zuschlagen. Auf der einen Seite gibt es hier wirklich viele Filme, die man zwar auf Deutsch gesehen hat in den Kinos, teilweise eben, ich glaube 2 Stück waren es bis jetzt auch auf DVD, aber es ist hier auch ein Film drinnen, der eben etwas komplett Neues darstellt, wo diese Blu-ray-Veröffentlichung sogar die einzige ist, die von diesem Film überhaupt in der OFDB gelistet ist. Und last but not least dann wieder zurück zu Humphrey Bogart, zu dem einen Film eben, der sogar in 4K remastered wurde, nämlich zu Schmutziger Lorbeer, aka The Harder They Fall, wo auch Rod Steiger mit dabei ist, aus dem Jahr 1956. Auch das ein Film, der von der Columbia im Jahr 1956 mit FSK 16 Freigabe in die Kinos gebracht wurde, der dann später sogar einen VHS und einen DVD-Release erlebt hat. Man hat hier ganz eindeutig das Gefühl, dass es sich dabei um quasi den Hauptfilm aus dieser Box handelt, der, auf den man ganz offensichtlich das Größte gehalten hat. Auch der einzige, witzigerweise eben, der nicht eine PG- bzw. sogar eine U-Freigabe bekommen hat, sondern von der BBFC erst ab 12 freigegeben wurde. Da geht's ganz offensichtlich um das Thema Boxen und ganz ehrlich, wenn ich alleine diesen Screenshot schon sehe, dann denke ich mir, oh wow, das sieht wirklich irgendwie kacke aus und könnte mich durchaus unterhalten. Auch in dem Fall wieder gibt's hier im Inneren dann ein Bild von Humphrey Bogart,
Aus der guten alten Zeit, wo man nicht nur neben dem Boxring, sondern wahrscheinlich auch als Boxer während dem Boxen ganz einfach in einer irgendwie in den Boxhandschuh eingearbeiteten Zigarette nuckeln hat können. Absoluter Wahnsinn. Aber das sind auf jeden Fall die 6 Filme, die hier in dieser Box enthalten sind, mit wunderschön einheitlichen und sehr schön gestalteten Cases. Aber damit natürlich nicht genug. Wie vorher bereits erwähnt, gibt es hier auch noch ein wirklich, wirklich umfangreiches, in dem Fall 120 Seiten starkes, gebundenes Booklet, wobei mir in dem Fall absolut genial gefällt, wie wundervoll dieses Cover-Artwork hier gemacht ist, dieses Motiv von den Polizisten, die da eben jemanden festnehmen, in diesem Scheinwerferlicht, während im vorderen Bereich des Bildes entweder eine Leiche oder ein Obdachloser, man kann es nicht ganz so deutlich sagen, oder ein Betrunkener, der eben gerade aus dem Wine-Wine-Childs gefallen ist. Das klingt auch nicht nach einem optimalen Namen für eine Bar, aber was ich in dem Fall ganz besonders genial finde, ist, dass das hier so ein durchgehendes Motiv ist und eben auch das Backcover von dem Booklet hier in dieses Design integriert. Clever nämlich zum Beispiel auch, dass die individuelle Produktnummer hier in diese Lampenfassung hineingeschrieben wurde. Oh, wahnsinnig weit kann ich es nicht aufmachen, ohne irgendwas zu beschädigen, aber da bin ich auf jeden Fall absolut begeistert davon, wie Indicator das gemacht hat. Wer möchte, kann sich hier auch einmal einen kurzen Überblick über den Inhalt von diesem Booklet verschaffen, durch das wir jetzt an der Stelle dann natürlich auch noch einmal durchblättern wollen, um einmal einen Blick auf die einzelnen Fotos zu werfen, auch wenn es sich bei diesen Booklets natürlich dann gerne bei den größeren Limited Editions. Sehr schön, dass es hier sogar eben auch wieder Behind-the-Scenes-Aufnahmen gibt. Etwas, das ja bei dermaßen alten Filmen recht selten ist. Aber da es sich bei diesen größeren limitierten Editionen gerne auch um Booklets in Farbe handelt, was aber natürlich bei den Filmen jetzt wenig bringt, weil es damals Schwarz-Weiß-Filme waren und es mit Ausnahme eben von den gemalten Postern beziehungsweise eben von den Abweichungen beim Text hier keine wirklich farbigen Inhalte geben wird. Da hat man aber tatsächlich eher den Eindruck, dass die Bilder, die hier drinnen sind, nicht nur reines Schwarz-Weiß sind, sondern eben in erster Linie in diesem leicht bräunlichen Sepia-Ton, was ich wirklich, wirklich schön finde, hier durchzublättern, zu sehen, wie es eben die Inhalte zu den einzelnen Filmen gibt, beziehungsweise eben das mit den Bildausschnitten abgerundet wird. Das ist auf jeden Fall einmal ein Booklet, das mir... Oh, das sieht so ein kleines bisschen aus, als hätte Walt Disney vorbeigeschaut und würde hier die Schauspieler-Lemminge vom Schopf des Humphrey Bogart runterjagen, um dann daraus irgendeine sensationslüsterne Dokumentation unter großen Anführungszeichen zu machen. Aber wir sind dann mittlerweile langsam am Ende. Ich glaube, es ist mittlerweile ja auch schon eine 6. Columbia Noir Box erschienen. Wenn mich nicht alles täuscht, die werde ich mir dann wahrscheinlich beim nächsten Sale bei Indicator mitnehmen. Da bin ich auf jeden Fall auch schon sehr gespannt, was es da dann geben wird. Ich nehme an, das wird dann wieder beim Black Friday passieren. Und insgesamt muss man auf jeden Fall sagen, dass das hier eine sehr, sehr schöne Collection ist, sicherlich auch wieder eine sehr, sehr schöne Filmauswahl. Finde ich natürlich auch genial, dass diese einheitliche Farbe hier, diese ganze Box irgendwie zu einer schönen Einheit eigentlich macht. Egal von welcher Seite man sich diese Box ansieht, die einzelnen Elemente passen einfach zusammen. Und generell, auch wenn ich bis jetzt relativ wenige von diesen Filmen gesehen habe, mit relativ wenig meine ich keinen einzigen, bin ich auf jeden Fall sehr froh, dass sich Indicator dieser Filme angenommen hat und dass sich jetzt mittlerweile auch die 5. Box dazu bereits in meiner Sammlung befindet.